Unser Reiseziel liegt irgendwo im Eismeer. Zwei Inseln, die eine gehört zu Amerika, die andere zu Russland. Ein paar Hütten nur, bewohnt von Inuit-Familien, die bis heute klagen, dass ihre natürliche Heimat von den Großmächten geteilt wurde. Der Kalte Krieg endete hier nie. Ob in Montanas Bergen, den weiten North Dakotas oder am Niagara-Fluss. Wir treffen auf wilde Natur und auf Menschen, die über sie wachen. So lernen wir jenseits der Städte das alte Amerika neu kennen. Einen Winter lang durchqueren wir den Kontinent. Westwärts, von der Atlantikküste Maines bis zum Pazifik. Und dann weiter bis ins Niemandsland der Beringstraße. Es lohnt sich nur noch selten, von Monhegan aus um diese Jahreszeit hinauszufahren. Doch wer hier ein Boot hat, so wie Fischerin Chris und ihr Helfer Travis, der lässt es nicht im Hafen liegen. Nur dieses Dorf gibt es auf der Insel, auf der unsere Reise beginnt. Zudem haben wir das mieseste Wetter des ganzen Monats erwischt. Kalt, nass und windig. Und es stinkt nach altem Hering, den Travis als Köder benutzt. Jeder macht das anders. Manche nehmen lieber Rotbarsch oder auch andere Fische. Oder Thunfischköpfe. Das Wetter sei hier unberechenbar, sagt Chris. Doch da müsse man durch, jeden Tag. Andere, die hier aufwachsen, gehen weg aufs College und kommen nie mehr zurück. Chris machte es umgekehrt. Sie kam für einen Sommer und ist geblieben. Warum? Ich jobbte damals im Inselhotel und wollte eigentlich auch weiter auf die Uni gehen. Aber dann fing ich mit dem Boot an, bekam die Lizenz zum Hummerfischen und ich liebte es. Nur mein Mann nicht, der hasste es. Chris ist eine Frohnatur, die uns das Wetter bald vergessen lässt. Um mich nützlich zu machen, biete ich mich als Fensterputzer an. Dann erreichen wir die Fanggründe und sind gespannt, was sich wohl in den Fallen findet, die sie heraufholt. Die erste Ladung Krabben erscheint. Nicht viel, nicht wenig. Damit, sagen die beiden, muss man in diesen Tagen zufrieden sein. Ja, das ist mehr, als wir zuletzt gefangen haben. Und die Käfige liegen noch gar nicht so lange aus. Das ist wirklich okay. Dann kommen die größeren Kaliber hoch. Nicht alle dürfen die Fischer behalten. Eiertragende Weibchen etwa oder Jungtiere fliegen ins Meer zurück. Nur ausgewachsene Hummer bleiben an Deck. Der ist groß genug. Den kriegt Travis. Zwei Gummibänder, dann kommt er zu den anderen. Doch kein so schlechter Tag, sagt Chris. Ein Pfund pro Käfig, also ein Hummer, das ist derzeit der Durchschnitt. Die Tiere verkriechen sich dort unten, wenn es kalt wird. Wir kriegen nur die wenigen, die jetzt noch herumkrabbeln. Musik
So dreht sie ihre Runden, Jahr ein, Jahr aus. Der Karte zufolge sind wir an einem der östlichsten Punkte Amerikas. Monhegan ist der erste Vorposten Neuenglands, sagt uns Chris. Nur 50 Leute leben hier. Vom Hügel grüßt das Hotel, in dem sie einst anheuerte. Geöffnet ist es nur im Sommer. Ist das ein typischer Winter hier draußen, frage ich, als sie mich den Hügel hinaufführt. So is this as cold as it gets in winter here? No, this is actually warm. Nein, dafür ist es zu warm. Letzte Woche waren es 20, 30 Grad minus. Was genau ist es, dass sie hier so mag, dass sie an diesem Flecken hält? Es war schon am ersten Tag so. Ich dachte wirklich, das ist der wunderbarste Ort der Welt. Und so sind auch die Leute. Hier leben interessante Menschen, die das Leben lieben. Wer hier ein Auto hat, fährt es, bis es auseinanderfällt. Wenn keine Ferien sind, unterrichtet die Schule gerade mal 2 Schüler. Und wenn im Sommer die Besucher kommen, ist man im Stillen auch erleichtert, wenn sie wieder abreisen. Als der Tag endet, verspricht der Himmel Besserung. Und Monhegans lebensfrohe Fischer laden uns ein zu Bier und Krabben. Seit es Fischer gibt, klönt man hier nach Feierabend. Über den Tag und über die alten Zeiten, als Monhegan noch weiter weg war von allem. Stimmt es denn, fragen wir, dass die Leute hier netter sind als anderswo? Na, jeder Fischer weiß schließlich, dass er auch mal einen Motorschaden hat. Wenn du da nur Feinde hast, hast du ein Problem. Es spricht viel dafür, gut zusammenzuarbeiten. Jeder hier bringt etwas für den anderen mit, so war es immer. Ein Teil des Tagesfangs wird da bereits verdrückt. Wir mussten hier immer hart arbeiten, um etwas zu essen zu haben. Aber früher brauchtest du dich wenigstens nicht noch um Fangquoten und Benzinpreise zu sorgen wie heute. Ich habe meinem Sohn gesagt, überleg dir, ob du Fischer wirst. Vielleicht gibt's bald keine Krebse mehr. Jetzt ist er Zahnarzt. Zähne gibt's genug. Keine Sorge, scherzen sie dann, wir harren aus. Es gibt hier draußen über 300 Inseln, 14 davon sind noch bewohnt. Manche schließen für ein paar Jahre ihre Schulen, weil keine Kinder da sind. Dann machen sie wieder auf. Eine der Nachbarinseln hat derzeit sogar 4 Schüler, also mehr als wir. Dafür wundern wir uns hier, wenn wir junge Leute treffen, die zu Besuch ankommen und Ohrenstöpsel tragen, mit denen sie Musik hören oder Nachrichten. Wenn du denen guten Morgen sagst, dann hören sie dich gar nicht. Oder denken, warum grüßt der mich denn? Ich kenne den doch gar nicht. Es ist ein anderes Amerika, als wir es aus den Nachrichten kennen. Ursprünglicher, gelassener und besser gelaunt. Das Postschiff liefert mal wieder Güter an. Von der bestellten Bettwäsche bis zum Sixpack. Wochenendheimkehrer kommen vom Festland, Kranke vom Arzt. Auch Babys kamen hier schon auf See zur Welt. Den trockenen Nachmittag nutzt Chris für Malarbeiten. An anderen Tagen checkt sie das Boot oder flickt Käfige. Fischer sind auch Handwerker. Fühlt ihr euch denn hier draußen noch als Amerikaner? Ich würde sagen, ja. Aber wenn wir zum Festland fahren, sagen wir selbst, dass wir nach Amerika reisen. We say we're going to America. Really? When we leave to go inshore, because you just feel so
Es ist schon eine eigene Welt hier. Wir wissen zum Beispiel, dass unsere Wahlzettel erst das Festland erreichen, wenn die Wahl längst gelaufen ist. Obwohl wir hoffen, dass auch sie entscheidend sein könnten, wenn es knapp würde. Aber wir wählen so oder so. Wie kommt es, dass du gerade diese Farbe ausgesucht hast, will ich wissen. Jemand, der von hier ans Festland zog, hatte sie benutzt und nun war sie frei. Also krallte ich sie mir, denn man sieht sie von Weitem besser als jeder andere. Stehen nun andere Schlange und warten, dass du abwanderst? Nein, sowas ist Glück. Bevor auch wir nach Amerika abreisen, zeigt uns Chris noch ihren Arbeitsplatz zu Hause, den sie mit ihrem Gatten Rich teilt. Denn es sind auch Internetjobs, als Buchhalter oder Erziehungsberater, die ihnen das Leben auf der Insel ermöglichen. Es macht hier draußen einen großen Unterschied, ob du online arbeiten kannst oder ob du immer verreisen musst, um etwas dazu zu verdienen. Ohne diese Extrajobs bist du ehrlich gesagt auch umso mehr abhängig von dem einen Job, den du hast. Ob als Fischer oder Hotelkellner im Sommer oder was immer wir hier anfangs gemacht haben. Du hast einfach kaum andere Optionen. Letzte Frage. War es denn zusammen auf dem Boot so schlimm? Wir probierten es, aber es war besser für unsere Ehe, es aufzugeben. Es ist einfach hart, 12 Stunden am Tag so eng zusammenzuarbeiten und dann noch darüber zu streiten, wer das Abendessen kocht. Als das Postschiff wieder ankommt, nehmen wir von Monhegan Abschied. Auf unserer Reise werden wir noch mehr Menschen begegnen, die, so wie Chris, lieber ihren eigenen Weg gehen. Gut 12 Seemeilen sind es bis zum Festland. Der Captain weiß, wie wichtig seine Dienste für die Insel sind. Wir halten die Verbindung, wann immer möglich, gerade jetzt im Winter. Die Leute zählen auf uns, nicht nur wegen der Lebensmittel, auch wenn wir nicht bei jedem Wetter kommen können. Er selbst wohne gleich an der Küste, sagt er mir. Wenn er etwas brauche, gehe er einfach in den Laden. Aber wenn ihn jemand anfunkt, dass auf Monhegan Backpulver fehlt, dann bringt er es natürlich mit. Auf dem Highway Nummer 2, der quer durch den Kontinent führt, setzen wir die Reise fort. Zuerst nach Vermont und dann an die Niagara-Fälle. Der Farm, an der wir unterwegs Halt machen, sieht man zunächst nichts Außergewöhnliches an. Doch sie führt erfolgreich einen neuen Trend an in Amerika. Den Trend zurück zum Kleinbetrieb. Fütterung am Morgen, obwohl mir Kälbchen Selina nicht recht traut. Selina. Hey, Selina. How are you doing? Okay, I better do it the old way, huh? Come on, over here. Entweder es müssen die Zitzen ihrer Mutter sein oder die Flasche muss im Gitterhalter stecken, damit die Kleinen richtig trinken. Die Leibchen, die sie tragen, lassen sie schneller wachsen, sagt Bäuerin Carrie. Like 50% more calories every day to stay sie verbrauchen warm. So weniger Kalorien. Yeah.
Das macht ein halbes Pfund aus, jeden Tag. Die sind ja schön wie Rehe, sage ich und frage Carrie, ob sie denn alle Tiere behalte und selbst aufziehe. Nein, nur einige pro Jahr. Die anderen verkaufen wir über einen Händler. Manchmal fällt es richtig schwer, die auszusuchen, die wir hergeben. Some years it's harder than others to decide who to pick, you know. Das ist ein norwegisches Fjordpferd, dem Bauer Steven das Pflügen beibringt. Immer mehr Farmer ziehen es dem Traktor vor, sagt er. Yeah, quite definitely. Ganz sicher. Fünf oder sechs Farmen in der Nähe haben jetzt auch auf Arbeitspferde umgestellt. Als wir vor 10 Jahren anfingen, waren wir alleine. Nun interessieren sich immer mehr dafür, im ganzen Land. Der da hinter dem Pferd herstapft, ist kein weltabgewandter Aussteiger, im Gegenteil. Das Farmerkollektiv behauptet sich seit Jahren gegen die US-Agrarindustrie mit klassischer, kleinteiliger Wirtschaftsweise und mit Biostandards. Die Betreiber bauten sich sogar ein Dorf mit Platz für Dutzende von Familien und inzwischen auch mit Altenteil für die ergrauten Pioniere. Wie hat dieses Projekt begonnen, frage ich Sie, und was ist es heute? How did you get from there to here? It started from wanting to be a farm. Mit der Farm fing damals alles an und mit ein paar Leuten, die sich dort die Arbeit auf den Feldern teilten. Aus jener WG sei dann über die Jahre ein echtes routiniertes Gewerbe geworden, sagen sie. Wir müssen entscheiden, wie wir heizen, wen wir für den Kindergarten einstellen, wer was am besten kann. I think overall die wichtigste Weichenstellung war wohl, dass wir die Aufgaben klar teilten. So habe ich den Pferdebetrieb und muss auch sehen, dass er Geld abwirft, ohne dass mir jemand reinredet. Wenn 44 Erwachsene noch immer alles kollektiv entscheiden würden, wäre hier nur noch Chaos. Gibt es denn Dinge, die ihr noch nicht geklärt habt? Wir sind uns beispielsweise nie darüber einig geworden, ob wir Neumitgliedern erlauben sollen, auch neue Haustiere mitzubringen. Das ist ein endloses Problem, obwohl hier jeder Tiere mag. Andere kümmern sich um neue Produkte, Käsesorten etwa, und testen sie am Markt. Vermont, sagt uns die Chefin hier, liege da längst auf Augenhöhe mit den Alpenländern. Probier mal, auch wenn er noch nicht so gut schmeckt wie echter Käse. Was ist das für einer? Das wird ein Schweizer Alpenkäse. Schmeckt noch eher süß als käsig. Vermont ist berühmt für seinen Cheddar-Käse, doch dabei soll es offenbar nicht bleiben. Ja, da hat sich einiges geändert. Wir legen zu, auch mit europäischen Sorten. Nicht nur hier, auch nebenan in der Käsekammer sieht man und riecht vor allem, dass Profis am Werk sind. Früher zahlte man hier noch $2 Strafe, wenn man vor der Brücke nicht vom Pferd stieg. Wir machen einen Abstecher nach Norden, weil wir vom Ort Derby Line gelesen haben, der hinter den Bergen von Vermont genau auf der Grenze zu Kanada liegt. Sie führe dort sogar mitten durch die Häuser, heißt es. Das wollen wir sehen. Auf Grenzverstöße stehen hier hohe Strafen, selbst wenn man nur kurz etwas besorgen wollte.
Was ist, wenn ich die Bäckerei da drüben besser finde als die hier? Dann müssen Sie sich zuerst beim Zoll melden. Aber hier sitzt gar kein Grenzbeamter. Nun, dann müssen Sie hier runtergehen und dort zu Fuß nach Kanada einreisen. Ich brauche also eine halbe Stunde für ein Brötchen. Die Frau ist Chefin der örtlichen Bücherei, in der ein Hauselch über die Grenzlinie wacht. Hier drinnen teilt sie sogar Vitrinen und Regale. Wie oft wechseln Sie täglich die Seiten? Keine Ahnung. Mein Büro ist in Amerika, der Kopierer in Kanada, der Kundenschalter auch. Ich würde sagen 50 Mal mindestens. Die Leser dürfen von beiden Seiten ins Haus, aber nur, wenn sie danach wieder zurückkehren. Wir haben auch Vorteile davon. Wir kaufen unser Heizöl in den USA, da ist es billiger. Den günstigeren Strom beziehen wir aus Kanada, das rechnet sich. Ein Grenzgang mehr dann für heute, um uns straffrei hinauszuführen. Durch Weinberge erreichen wir den Bundesstaat New York und die Grenzgegend um den Niagara-Fluss. Bis hinauf zu den Wasserfällen. Der Fluss unter uns frisst sich immer tiefer in die Hochebene hinein, erklärt mir der Mann an meiner Seite, der örtliche Rettungspilot Rudy Hafen, der hier seit Jahren die einzige Fluglizenz besitzt. Früher war das mal eine gerade Linie, jetzt ist es ein Hufeisen. Die Wasserfälle weichen also immer mehr zurück, jedenfalls dort, wo das Wasser am schnellsten fließt. Sind die Fälle im Winter jemals komplett eingefroren? Ja, vor langer Zeit. Da hatte sich hier so viel Eis aufgetürmt, dass es die Kante erreichte und so auch das letzte Fließwasser gefrieren konnte. Der Pilot, ein gebürtiger Schweizer, kennt hier jeden Flusswirbel. Hier kommen riesige Mengen Wasser durch. Das ist ungeheuer tückisch. Wenn du da reingehst, zieht es dich 70 Meter tief nach unten. Und du kommst nie mehr rauf. Oder schau dir da unten die Angler an. Da zu stehen ist töricht. Wenn das Eis abbricht, stürzen sie ins Wasser. Und ich kriege den Notruf. Mein Magen findet die Flugmanöver bald nicht mehr ganz so gut wie Rudy. Deshalb bin ich dankbar für die Pause auf dem festen Grund. Einer der wenigen Landeplätze für Rudys Rettungseinsätze, obwohl es dann meist schon zu spät ist. Die Strecke von hier bis vor die Wasserfälle ist für jeden verboten. Hier zu schwimmen oder zu kajaken steht unter Strafe. Keiner würde es überleben. Viele, die meinten, sie müssten es versuchen, haben hier ihr Leben gelassen. Nur einer hatte zuletzt Glück, obwohl er es nicht wollte. Ein dramatischer Selbstmordversuch, der Rudy eine Medaille einbrachte und in Pilotenkreisen jede Menge Hochachtung. Wir hatten 45 Knoten Wind, das sind fast 70 Stundenkilometer. Der Mann trieb im Wasser, es war klar, dass da nur ein Hubschrauber hinkäme. Ich schaffte es auch, ihm eine Rettungsleine zuzuwerfen, aber er warf sie von sich. Also neigte ich den Helikopter, um ihn mit dem Wind der Rotorblätter so weit Richtung Ufer zu treiben, 13 Minuten lang, bis die Feuerwehr zu ihm gelangen und ihn retten konnte.
Der Ort Niagara passt ganz und gar nicht zu solchen Schreckensgeschichten. Er gilt als das schönste Städtchen Kanadas. Mit viktorianischen Häusern und reichlich Aussicht auf die großen Seen. Und natürlich mit den berühmten Wasserfällen, die rund ums Jahr die Reisenden anlocken. Doch leider sind darunter eben auch solche, die eher eine Todessehnsucht hierher treibt. Wir reden nicht gerne darüber, aber es ist so, sagt uns Rudy. Die meisten Leute, die in diesem Fluss umkommen, sind Selbstmörder. Und allermeistens kommen wir zu spät, weil alles viel zu schnell geht. Nobody wants to talk about it. And mostly we come too late, right? Because it goes so fast. Und dennoch, sagt er, liebe er die Ausblicke noch wie an dem Tag, als er zum ersten Mal über den Fluss geflogen sei und wie ein Kind gestaunt habe. Mit einem Zwischenstopp in Michigan nehmen wir Kurs auf North Dakota und damit auf Amerikas mittleren Westen, der sich an die großen Seen anschließt. Und auf den kontinentalen Winter, der unsere Gehversuche kläglich scheitern lässt. Gut, dass uns da Clarence Iverson zur Seite steht, der letzte Schneeschuhfabrikant Amerikas. So, am I good? You're good. You wanna go for? Bist du startklar? Dann lass uns los. Okay. Nun läufst du auf dem Schnee, sagt er, nicht durch den Schnee. Oh, we got coyotes. Wenn du hier jeden Morgen entlang gehst, kannst du Kojoten und Füchse sehen, Marder und Rotwild. Der Mann ist selbst sein bester Warentester, denn wenn der Schneeschuh ihn trägt, trägt er jeden. Seit gut 50 Jahren trotzt sein Kleinbetrieb der Konkurrenz aus Billigländern und den Bürokraten. Wenn ich Rohmaterial aus Kanada einführe, halten die wegen jeder Kleinigkeit die Lieferung wochenlang zurück. Es wird immer schlimmer, das ist verrückt. Was bleibt Ihnen da? Naja, bisher importieren wir vor allem Rohleder. Künftig kaufe ich das hier im Inland. Das kostet mich zwar mehr, aber ich habe weniger Ärger. Nebenan knotet Mitarbeiterin Julie die Rohlederstreifen zum Innenschuh. Das macht sie seit Jahren. Über die einzelnen Handgriffe muss sie gar nicht mehr nachdenken. Oh my. Mein Gott, ich habe Tausende von Schneeschuhen geflochten. Ich war hier immer die Hauptflechterin. Zeitweise, als die Firma noch größer war, haben mir zwei Frauen zugearbeitet. Wenn ich sonst nichts zu tun habe und mich nichts ablenkt, schaffe ich davon 30 Paar am Tag. Zwei
Zwei fleißige Angestellte, ein knorriger Firmenchef. Iversons Kleinbetrieb steht für viele Mittelständler, die im krisengeplagten Amerika nach ihrem Weg durch die Wirtschaftsflaute suchen. Nie würde er eine Regierung um Finanzhilfen für in Not geratene Schneeschuhproduzenten bitten. Die Politik, sagt er, habe viel zu lange der Wall Street gedient. Wir können doch nicht nur Finanzprodukte verkaufen. Das hat uns doch die Krise eingebrockt. Wir müssen etwas produzieren, das die Leute gebrauchen können. Sonst sind die Jobs auch noch weg. Wir müssen Dinge bauen aus dem, was wir haben. Hier, wir haben es doch. Nachdem wir Iverson und seiner verbliebenen Belegschaft alles Gute gewünscht haben, verabschieden wir uns von den großen Seen, bleiben aber auf eisigem Untergrund. Dazu kommt bitterkalter Wind auf. Der Wind von North Dakota. Frank Kunz würde das Land gegen nichts eintauschen. Als ich Anfang 20 war, da bin ich mal losgezogen, um mehr von der Welt zu sehen. Ich plante nicht wirklich, wieder zurückzukommen. Ich mag Menschen. Ich mag auch die Großstadt. Aber ich mag es noch mehr, sie nach ein, zwei Tagen wieder hinter mir zu lassen. Was Frank aber am meisten liebt, sind seine Ranch und seine Pferde. Denn es ist nicht irgendeine Herde, um die er sich seit Jahren kümmert, gemeinsam mit seinem Bruder und einem indianischen Partner. Es sind Nokota-Pferde, auf denen früher Häuptling Sitting Bull und seine Stammesbrüder ritten. Manche von ihnen wechseln das Jahr über ihr Fell von tiefschwarz zu nahezu weiß. Und dann wieder zu schwarz. Außerdem, schau dir die Behaarung ihrer Läufe an. Wenn sie draußen sind und der Schnee das Land bedeckt, schützt sie dieses Haarpolster davor, dass sie wund werden. Vor allem, wenn auf dem Schnee noch eine Eiskruste liegt, die sie verletzen könnte. Als ich sie streicheln möchte, weichen sie stets so weit zurück, wie gerade nötig. Geh nicht zu ihnen, sagt mir Frank. Warte einfach, dann kommen sie zu dir. Ja, warte mal. Und es stimmt. Bald darauf wollen sie nur noch gekrault werden, am liebsten am Hinterteil. Denn sobald die Sonne scheint, wärmt sie das Fell mehr, als ihnen lieb ist. It feels warm. In der Kleinstadt Linton sind wir im Saloon verabredet. Nicht alle, so erfahren wir vorab, fanden Franks Idee gut, Pferde zu retten. Er hatte eine schwere Zeit hier. Viele wollten, dass die Herde verschwindet, sahen sie als Ärgernis. Ich sehe das nicht so. Es wäre eine Schande, wenn er hätte aufgeben müssen. Denn er pflegt ein Erbe, North Dakotas. Der Streit stamme noch aus Siedlertagen, erklären mir danach die Brüder Frank und Leo. Farmer gegen Rancher, Landbauern gegen Viehzüchter. Das sei immer eine gespannte Nachbarschaft gewesen. Als die Regierung damit begann, den Siedlern Land zuzuteilen, damit sie es bewirtschaften könnten, legten sie Felder an und zogen Zäune hoch. Und wenn dann Cowboys einfach darüber hinwegritten, ging es nicht immer freundlich zu, wenn du weißt, was ich meine. Okay. There's a lot of people that, and I'm not begrudging them. I mean, there's
Ich will nicht nachtragend sein, aber es gab viele Leute, die nicht darüber erfreut waren, dass Pferde überhaupt Gras fressen. Sie nannten sie Heudiebe und Nichtsnutze. Diese Konkurrenz hast du manchmal noch heute. Wir haben Pferde, sie haben keine. Und wollen am liebsten auch keine sehen. Doch inzwischen erkennen auch viele Farmer an, dass Frank und Leo ein Kulturgut bewahren. Der Streit ums Heu ist jedenfalls beigelegt. Die kalten Monate über verteilt Frank zusätzliche Rationen. Die Ranch finanziert sich über eine Stiftung und aus Spenden. Gelegentlich verkauft Frank ein paar Jungtiere an Liebhaber als Reitpferde, die kleiner sind als ein übliches Pferd, aber größer als ein Pony. Oder einfach an Leute, die Nokota-Pferde ebenso ansehnlich finden wie er selbst. Warum er sich entschieden habe, als Rancher die Nokotas vor dem Aussterben zu bewahren, frage ich. Gab es dafür einen Anlass? Nicht einen einzelnen. Vermutlich waren es mehrere. Es ist mein Leben. Als ich ein Junge war, hatten wir immer Pferde. Wir waren 12 Kinder und mein Vater liebte Pferde. Wann immer wir irgendwohin mussten, stiegen wir aufs Pferd. Das Dorf seiner Eltern liegt noch in Sichtweite, mitsamt der kleinen Kirche. Was fasziniert dich an diesen Tieren, frage ich Frank. Du kannst ihre Herkunft auf die Herde von Häuptling Sitting Bull zurückführen, die ihm damals weggenommen wurde. Und auch die ersten Rancher hatten sie damals. 1881 war das, erklärt uns Frank wie ein Historiker. Damals habe Sitting Bull seine letzte Schlacht gegen die Armee verloren. Könnt ihr denn schon sicher sagen, dass ihr den Bestand gerettet habt? Das kann man schon. Wir versuchen, die Tiere zu bewahren und wir machen gute Fortschritte dabei. Langsam, aber zuverlässig. Es sind freundliche Tiere. Sie mögen auch dich schon. You made a friend there. Thank you. Good. Warum seid ihr nicht im Frühjahr gekommen? Da ist hier alles grün, sagt Frank. Doch er mag auch den Winter, obwohl er mit dem Schneeräumen selten hinterherkommt. Dass er nicht nur die Pferde bewundert, sondern auch die Dakota-Indianer, die viele auch als den Stamm der Sioux kennen, zeigt sich in seinem Haus, als uns Frank und Leo ihren Partner Butch Thunderhawk vorstellen, zu Deutsch Donnerfalke. Das ist eine Figur, mit der einer meiner Vorfahren sein Pferd geehrt hat. Ein Krieger, der sein Pferd in einer Schlacht verloren hatte. Pferde gaben ihnen sehr viel. Sie waren Teil ihres Lebens, Teil ihrer Familie. Diese Pferde, hieß es, hätten die Kraft und Ausdauer eines Gewitters und die Schnelligkeit von Blitzen. The West, and it has the power of a thunderstorm, of lightning. It gives that horse the speed, the strength, the endurance. I read accounts where the natives would say. Ich habe Aufzeichnungen gelesen, da hieß es, wenn die US-Kavallerie die Krieger nicht gleich auf den ersten 6 Meilen eingeholt habe, könnten die Indianer nach Belieben vor ihnen herreiten, in großen Kreisen, bis die Pferde der Kavallerie zusammenbrechen.
It was also part of the genocide policy. I mean, they were putting the natives on the reservations. Den Indianern die Pferde wegzunehmen, war Teil des Völkermords. Man zwang sie in Reservate, die sie ohne Pferde kaum verlassen konnten. Man nahm ihnen die Kinder weg und steckte sie in Missionsschulen, schnitt ihnen die Haare und verbot ihnen, ihre eigene Sprache zu sprechen, ihren Glauben, ihre Geschichte. Und ebenso wurden die Pferde beseitigt. We did the same thing to the horses. Am Ende erhalte ich als Großstädter sogar noch eine Reitstunde, damit ich auch vom rechten Platz aus das bewundern kann, was Frank, Leo, Butch Thunderhawk und vielleicht sogar den Hund immer wieder weitermachen lässt. Die wilde Schönheit der letzten Herde von Nokota-Pferden. Als wir den Missouri überqueren, legen dann auch wir eine Gedenkminute ein für Häuptling Sitting Bull, der hier für immer über das Flusstal blickt. Durch Montana, Washington State und Alaska wird unsere Reise weitergehen. Im legendären Empire-Zug werden wir die Rocky Mountains überqueren und dabei Quartiere beziehen, die die Herzen von Eisenbahnfreunden höher schlagen lassen. Wir werden lernen, wie man sich ein Boot für den Pazifik baut und damit Richtung Norden fahren. In Regionen, die die Amerikaner ihre letzte Wildnis nennen. In der letzten Kleinstadt vor Russland werden wir Inuit-Familien besuchen und neue Wohnformen entdecken. Auf unserer Reise, die uns Tausende von Kilometern weit durch einen ganzen Kontinent führt und zugleich durch Amerikas Winter, bis hinauf an den Polarkreis und die verborgenen Siedlungen der Arktis. Alleine. Nun interessieren sich immer mehr dafür, im ganzen Land. Der da hinter dem Pferd herstapft, ist kein weltabgewandter Aussteiger. Im Gegenteil. Das Pharmakollektiv behauptet sich seit Jahren gegen die US-Agrarindustrie mit klassischer, kleinteiliger Wirtschaftsweise und mit Biostandards. Die Betreiber bauten sich sogar ein Dorf mit Platz für Dutzende von Familien und inzwischen auch mit Altenteil für
für die ergrauten Pioniere. Wie hat dieses Projekt begonnen, frage ich Sie, und was ist es heute? Mit der Farm fing damals alles an und mit ein paar Leuten, die sich dort die Arbeit auf den Feldern teilten. Aus jener WG sei dann über die Jahre ein echtes, routiniertes Gewerbe geworden, sagen sie. Wir müssen entscheiden, wie wir heizen, wen wir für den Kindergarten einstellen, wer was am besten kann. Die wichtigste Weichenstellung war wohl, dass wir die Aufgaben klar teilten. So habe ich den Pferdebetrieb und muss auch sehen, dass er Geld abwirft, ohne dass mir jemand reinredet. Wenn 44 Erwachsene noch immer alles kollektiv entscheiden würden, wäre hier nur noch Chaos. Gibt es denn Dinge, die ihr noch nicht geklärt habt? Wir sind uns beispielsweise nie darüber einig geworden, ob wir Neumitgliedern erlauben sollen, auch neue Haustiere mitzubringen. Das ist ein endloses Problem, obwohl hier jeder Tiere mag. Andere kümmern sich um neue Produkte, Käsesorten etwa, und testen sie am Markt. Vermont, sagt uns die Chefin hier, liege da längst auf Augenhöhe mit den Alpenländern. Probier mal, auch wenn er noch nicht so gut schmeckt wie echter Käse. Was ist das für einer? Das wird ein Schweizer Alpenkäse. Okay. Schmeckt noch eher süß als käsig. Vermont ist berühmt für seinen Cheddar-Käse, doch dabei soll es offenbar nicht bleiben. Ja, da hat sich einiges geändert. Wir legen zu, auch mit europäischen Sorten. Nicht nur hier, auch nebenan in der Käsekammer sieht man und riecht vor allem, dass Profis am Werk sind. Früher zahlte man hier noch $2 Strafe, wenn man vor der Brücke nicht vom Pferd stieg. Wir machen einen Abstecher nach Norden, weil wir vom Ort Derby Line gelesen haben, der hinter den Bergen von Vermont genau auf der Grenze zu Kanada liegt. Sie führe dort sogar mitten durch die Häuser, heißt es. Das wollen wir sehen. Auf Grenzverstöße stehen hier hohe Strafen, selbst wenn man nur kurz etwas besorgen wollte. Was ist, wenn ich die Bäckerei da drüben besser finde als die hier? Unser Reiseziel liegt irgendwo im Eismeer. Zwei Inseln, die eine gehört zu Amerika, die andere zu Russland. Ein paar Hütten nur, bewohnt von Inuit-Familien, die bis heute klagen, dass ihre natürliche Heimat von den Großmächten geteilt wurde. Der Kalte Krieg endete hier nie. Ob in Montanas Bergen, den weiten North Dakotas oder am Niagara-Fluss. Wir treffen auf wilde Natur und auf Menschen, die über sie wachen. So lernen wir jenseits der Städte das alte Amerika neu kennen. Einen Winter lang durchqueren wir den Kontinent. Westwärts. Von der Atlantikküste Maines bis zum Pazifik. Und dann weiter bis ins Niemandsland der Beringstraße.
Es lohnt sich nur noch selten, von Monhegan aus um diese Jahreszeit hinauszufahren. Doch wer hier ein Boot hat, so wie Fischerin Chris und ihr Helfer Travis, der lässt es nicht im Hafen liegen. Nur dieses Dorf gibt es auf der Insel, auf der unsere Reise beginnt. Zudem haben wir das mieseste Wetter des ganzen Monats erwischt. Kalt, nass und windig. Und es stinkt nach altem Hering, den Travis als Köder benutzt. Everybody has a different opinion. Jeder macht das anders. Manche nehmen lieber Rotbarsch oder auch andere Fische. Oder Thunfischköpfe. Das Wetter sei hier unberechenbar, sagt Chris. Doch da müsse man durch, jeden Tag. Andere, die hier aufwachsen, gehen weg aufs College und kommen nie mehr zurück. Chris machte es umgekehrt. Sie kam für einen Sommer und ist geblieben. Warum? Ich jobbte damals im Inselhotel und wollte eigentlich auch weiter auf die Uni gehen. Aber dann fing ich mit dem Boot an, bekam die Lizenz zum Hummerfischen und ich liebte es. Nur mein Mann nicht, der hasste es. Chris ist eine Frohnatur, die uns das Wetter bald vergessen lässt. Um mich nützlich zu machen, biete ich mich als Fensterputzer an. Dann erreichen wir die Fanggründe und sind gespannt, was sich wohl in den Fallen findet, die sie heraufholt. Die erste Ladung Krabben erscheint. Nicht viel, nicht wenig. Damit, sagen die beiden, muss man in diesen Tagen zufrieden sein. Ja, das ist mehr, als wir zuletzt gefangen haben. Und die Käfige liegen um, und dann noch darüber zu streiten, wer das Abendessen kocht. Als das Postschiff wieder ankommt, nehmen wir von Monhegan Abschied. Auf unserer Reise werden wir noch mehr Menschen begegnen, die, so wie Chris, lieber ihren eigenen Weg gehen. Gut 12 Seemeilen sind es bis zum Festland. Der Captain weiß, wie wichtig seine Dienste für die Insel sind. Wir halten die Verbindung, wann immer möglich, gerade jetzt im Winter. Die Leute zählen auf uns, nicht nur wegen der Lebensmittel, auch wenn wir nicht bei jedem Wetter kommen können. Er selbst wohne gleich an der Küste, sagt er mir. Wenn er etwas brauche, gehe er einfach in den Laden. Aber wenn ihn jemand anfunkt, dass auf Monhegan Backpulver fehlt, dann bringt er es natürlich mit. Auf dem Highway Nummer 2, der quer durch den Kontinent führt, setzen wir die Reise fort. Zuerst nach Vermont und dann an die Niagara-Fälle. Der Farm, an der wir unterwegs Halt machen, sieht man zunächst nichts Außergewöhnliches an. Doch sie führt erfolgreich einen neuen Trend an in Amerika. Den Trend zurück zum Kleinbetrieb. Fütterung am Morgen, obwohl mir Kälbchen Selina nicht recht traut. Selina, hey Selina, how are you doing? Okay, I better do it the old way, huh? Come on, move in here.
Entweder es müssen die Zitzen ihrer Mutter sein oder die Flasche muss im Gitterhalter stecken, damit die Kleinen richtig trinken. Die Leibchen, die sie tragen, lassen sie schneller wachsen, sagt Bäuerin Carrie. Sie verbrauchen so weniger Kalorien. Das macht ein halbes Pfund aus, jeden Tag. Die sind ja schön wie Rehe, sage ich und frage Carrie, ob sie denn alle Tiere behalte und selbst aufziehe. Nein, nur einige pro Jahr. Die anderen verkaufen wir über einen Händler. Manchmal fällt es richtig schwer, die auszusuchen, die wir hergeben. Some years it's harder than others to decide who to pick, you know. Das ist ein norwegisches Fjordpferd, dem Bauer Steven das Pflügen beibringt. Immer mehr Farmer ziehen es dem Traktor vor, sagt er. Yeah, quite definitely. Among Ganz sicher. Fünf oder sechs Farmen in der Nähe haben jetzt auch auf Arbeitspferde umgestellt. Als wir vor 10 Jahren anfingen, waren wir noch gar nicht so lange aus. Das ist wirklich okay. The trapping only just started being okay. Dann kommen die größeren Kaliber hoch. Nicht alle dürfen die Fischer behalten. Eiertragende Weibchen etwa oder Jungtiere fliegen ins Meer zurück. Nur ausgewachsene Hummer bleiben an Deck. Der ist groß genug. Den kriegt Travis. Zwei Gummibänder, dann kommt er zu den anderen. Doch kein so schlechter Tag, sagt Chris. Ein Pfund pro Käfig, also ein Hummer, das ist derzeit der Durchschnitt. Die Tiere verkriechen sich dort unten, wenn es kalt wird. Wir kriegen nur die wenigen, die jetzt noch herumkrabbeln. So dreht sie ihre Runden, Jahr ein, Jahr aus. Der Karte zufolge sind wir an einem der östlichsten Punkte Amerikas. Monhegan ist der erste Vorposten Neuenglands, sagt uns Chris. Nur 50 Leute leben hier. Vom Hügel grüßt das Hotel, in dem sie einst anheuerte. Geöffnet ist es nur im Sommer. Ist das ein typischer Winter hier draußen, frage ich, als sie mich den Hügel hinaufführt. Nein, dafür ist es zu warm. Letzte Woche waren es 20, 30 Grad minus. Was genau ist es, dass sie hier so mag, dass sie an diesem Flecken hält? Es war schon am ersten Tag so. Ich dachte wirklich, das ist der wunderbarste Ort der Welt. Und so sind auch die Leute. Hier leben interessante Menschen, die das Leben lieben. Wer hier ein Auto hat, fährt es, bis es auseinanderfällt. Wenn keine Ferien sind, unterrichtet die Schule gerade mal 2 Schüler. Und wenn im Sommer die Besucher kommen, ist man im Stillen auch erleichtert, wenn sie wieder abreisen. Als der Tag endet, verspricht der Himmel Besserung. Und Monhegans lebensfrohe Fischer laden uns ein zu Bier und Krabben. Seit es Fischer gibt, klönt man hier nach Feierabend. Über den Tag und über die alten Zeiten, als Monhegan noch weiter weg war von allem. Stimmt es denn, fragen wir, dass die Leute hier netter sind als anderswo? Na, jeder Fischer weiß schließlich, dass er auch mal einen Motorschaden hat. Wenn du da nur Feinde hast, hast du ein Problem. Es spricht viel dafür, gut zusammenzuarbeiten. Jeder hier bringt etwas für den anderen mit, so war es immer. Ein Teil des Tagesfangs wird da bereits verdrückt.
Wir mussten hier immer hart arbeiten, um etwas zu essen zu haben. Aber früher brauchtest du dich wenigstens nicht noch um Fangquoten und Benzinpreise zu sorgen wie heute. Ich habe meinem Sohn gesagt, überleg dir, ob du Fischer wirst. Vielleicht gibt's bald keine Krebse mehr. Jetzt ist er Zahnarzt. Zähne gibt's genug. Keine Sorge, scherzen sie dann, wir harren aus. Es gibt hier draußen über 300 Inseln, 14 davon sind noch bewohnt. Manche schließen für ein paar Jahre ihre Schulen, weil keine Kinder da sind. Dann machen sie sie wieder auf. Eine der Nachbarinseln hat derzeit sogar 4 Schüler, also mehr als wir. Dafür wundern wir uns hier, wenn wir junge Leute treffen, die zu Besuch ankommen und Ohrenstöpsel tragen, mit denen sie Musik hören oder Nachrichten. Wenn du denen guten Morgen sagst, dann hören sie dich gar nicht. Oder denken, warum grüßt der mich denn? Ich kenne den doch gar nicht. Es ist ein anderes Amerika, als wir es aus den Nachrichten kennen. Ursprünglicher, gelassener und besser gelaunt. Das Postschiff liefert mal wieder Güter an. Von der bestellten Bettwäsche bis zum Sixpack. Wochenendheimkehrer kommen vom Festland, Kranke vom Arzt. Auch Babys kamen hier schon auf See zur Welt. Den trockenen Nachmittag nutzt Chris für Malarbeiten. An anderen Tagen checkt sie das Boot oder flickt Käfige. Fischer sind auch Handwerker. Fühlt ihr euch denn hier draußen noch als Amerikaner? Ich würde sagen, ja. Aber wenn wir zum Festland fahren, sagen wir selbst, dass wir nach Amerika reisen. Es ist schon eine eigene Welt hier. Wir wissen zum Beispiel, dass unsere Wahlzettel erst das Festland erreichen, wenn die Wahl längst gelaufen ist. Obwohl wir hoffen, dass auch sie entscheidend sein könnten, wenn es knapp würde. Aber wir wählen so oder so. Wie kommt es, dass du gerade diese Farbe ausgesucht hast, will ich wissen. Jemand, der von hier ans Festland zog, hatte sie benutzt und nun war sie frei. Also krallte ich sie mir, denn man sieht sie von Weitem besser als jeder andere. Stehen nun andere Schlange und warten, dass du abwanderst? Nein, sowas ist Glück. Bevor auch wir nach Amerika abreisen, zeigt uns Chris noch ihren Arbeitsplatz zu Hause, den sie mit ihrem Gatten Rich teilt. Denn es sind auch Internetjobs, als Buchhalter oder Erziehungsberater, die ihnen das Leben auf der Insel ermöglichen. Es macht hier draußen einen großen Unterschied, ob du online arbeiten kannst oder ob du immer verreisen musst, um etwas dazu zu verdienen. Ohne diese Extrajobs bist du ehrlich gesagt auch umso mehr abhängig von dem einen Job, den du hast. Ob als Fischer oder Hotelkellner im Sommer oder was immer wir hier anfangs gemacht haben. Du hast einfach kaum andere Optionen. Letzte Frage. War es denn zusammen auf dem Boot so schlimm? Wir probierten es, aber es war besser für unsere Ehe, es aufzugeben. Es ist einfach hart, 12 Stunden am Tag so eng zusammenzuarbeiten.